Was labern die für eine Scheiße? Das ist ja schlimmer als hobbylos hier. Die reden nur Quatsch. Alter Schwede, wird es Zeit, meinen Kanal zu supporten, indem du abonnierst, bei dem Einkauf von Just Legends den Code CEO benutzt und natürlich meinen nicen Merchers checken, sowie das süße Wolki. Was geht ab, ihr CEOs hier? Willkommen zu Varion! Interview mit uns, Varion TV. Das ist ja so ein neues Format jetzt von Varion, oder wie? Varion, ich will auch ein Interview mit dir. Bitte lad mich ein. Aber ich bin bereit nicht so interessant wie Enscope oder Unsympathisch TV. Wir schauen mal rein, ich bin gespannt. Diese Interviews sind in der Regel immer so ein bisschen komödiantisch. Also soll nicht ernst gemeint sein. Aber wir nehmen sie mal tot ernst und los geht's. So Leute, heute Folge Nummer 2. Mit dabei, neben Trimax und Varion, der andere von Offline und Ehrlich. Das bin ich. Das bist du. Leider. So. Ja. Sag mal, ist da kalt im Studio? Warum hat er eine Jacke an? Ziehen wir den Mist mal durch. Das war die Anmoderation? Ja. Gut. Wie geht's dir? Darauf antworte ich nicht. Wenn man nach dir googelt, dann steht da unter deinem Namen deutscher Musiker. Wusstest du, dass dich selbst Google verarscht? Ja, das wusste ich. Ich weiß auch nicht, wer auch immer dafür zuständig ist da draußen. Was soll das? Google. Nein, also du kannst ja, jemand anderes hat es, glaube ich, geändert, ja. Weil davor stand so YouTuber. Ja. Und jetzt wegen den Camp-Songs steht da Musiker. Aber für YouTuber müsste man ja aktiv Videos machen, ne? Naja, mache ich ja einmal im Jahr. Das ist aktiv? Ist es nicht aktiv? Würde ich nicht sagen. Okay. Aber egal, glauben wir diese Verschwörungstheorie von Google mal. Dann müsstest du ja auch gute Liedtexte texten können. Mach mir doch mal einen geilen Reim auf. Du ballerst bei CS weniger weg als bei einem Gangbang ein Mönch. Gangbang, ein Mönch? Was rennt sich auf Mönch? Klönch, Schlönch, Tönch, Zönch, Fönch, Tönch, Hönch, Krönch. Ich komme hier auf nix. Du ballerst bei CS weniger weg als ein Gangbang. Du ballerst bei CS weniger weg als bei einem Gangbang, ein Mönch. Ein Mönch. Gangbang, ein Mönch? Gangbang. Starker Reim. Danke dir. In erster Linie bin ich Sascha, der Online-Star. Er ist in zweiter Linie Mensch. Ich will das gar nicht auch bereimen, weil das ja einfach der Wahrheit entspricht. Also das ist so ein krasser Fakt, ein Reim darauf würde gar nichts bringen. Das war dein Reim jetzt? Den fand ich sehr schlecht. Nee, das war nicht mein Reim. Ah, okay. Okay. Okay, war trotzdem schlecht. Ja, nee. Was ist das gerade hier? Letzten habe ich noch. Gut. Auf Englisch rappen ist für Goofy-NPCs. Richtig geile Gangster wie ich rappen auf Deutsch. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Gut. Geile Kalle. Deutsche raus an! Goody! Ich hab's gesagt, das ist so ein Video, auf das kann man reagieren, muss man aber nicht, weil es einfach Schwachsinn ist. Man kommt nicht vorwärts, man erfährt nichts über. Kategorie aber, oder was sagst du? Mhm. Finde ich nicht so. Ja, okay. Wetter auch top. Ich hab auf gar nichts Lust hier, deswegen, ich will den Scheiß nur fertig machen. Okay. Du hast für Geld ja schon so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Hast du eine Schmerzgrenze? Lass mich bitte ausreden. Entschuldigung. Hast du eine Schmerzgrenze oder gibt es etwas, wo du selbst sagen würdest, nein, das möchte ich nicht, egal wie viel ihr zahlt? Der Kollab mit mir? Ja, ich glaube tendenziell schon, jemand umbringen für Geld wäre nicht so cool. Podcast musste ja auch die Summe erst stimmen, bevor du mitmachen wolltest. Genau. Ja. Genau. Vor allem als Max gesagt hatte, dass du noch dabei bist, da mussten die noch höher ansetzen. Würdet ihr für Geld jemanden umbringen? Zum Beispiel, wenn dieser jemand etwas sehr, ein sehr böser Mensch ist? Setzen. Aber ansonsten habe ich da keine Grenzen. Ne? Solange jetzt wirklich jeder leben darf und ich einigermaßen auch nachts noch einschlafen kann. Ich muss jetzt nicht perfekt einschlafen können, aber einigermaßen, dann ist schon okay. Ja. Ja. Die für 6,50 Euro schon, würde ich auch sagen. Ne? Allerjüdsten sind ja schon eher die Volks-Elevator-Boys oder die Backstreet-Boys von heute. Glaubst du, einer von denen wird vor dir den sozialen Abstieg schaffen und Schmuddelpornos drehen? Ich glaube eher, die Frage sollte sein, wer schafft durch die Allerjudsten wieder einen sozialen Aufstieg? Weil einen Abstieg haben ja schon ein paar Leute dahingelegt von. Mhm. Ich finde, mag Eggers mich zutrauen, dass er sogar mal ein Porno dreht. Sebastian ist ja ganz unten. Mhm. Ron auch. Also als ob Ron kein Porno drehen würde. Glaubst du doch selber nicht. Klar dreht ja ein Porno, 1000%. Würde ich auch so unterschreiben. Lazzo ist ganz unten. Ja. Eigentlich alle. Inscope nicht, weil ich glaube, der wird sich schämen. Der macht immer nur so auf hart. Ich glaube, Inscope ist so ein Mensch, der ist eigentlich gar nicht so krass, wie er immer tut. Bis auf Amar und ich sind ganz unten. Mhm. Deswegen, ich glaube... Ihr seid ganz unten? Nee, alle bis auf Amar und ich sind ganz unten. Deswegen, ich glaube, wir helfen den Jungs nach oben. Hm. Also da findet schon ein Aufstieg hoffentlich gerade statt. Tim Gabel, safe. Tim! Ach komm, 100% wird der Pornos drehen. Ja, dass ihr den quasi nach oben helft. Genau.
Ja. Dankeschön, geht raus an YouTube, an zu abonnieren. Ich bin wieder da. Dankeschön, bis dabei. Warum abonnieren gerade so viele hier? Dankeschön. Wo tut Inscope auf krass? Tut er doch gar nicht. Doch, doch, sind Muskeln, Flexen. Außerdem ist er Grieche. Alle Griechen tun auf krass. Das weiß jeder. Ja. Ah, krass, was du eine verzerrte Wahrnehmung hast davon. Ja, das ist ja normal als YouTuber. Hast du nicht, oder was? Nee, ich bin kein YouTuber. Sondern? Nächste Frage, ich beantworte keine Fragen hier. Wärst du eigentlich mit dir selbst befreundet? Überhaupt nicht. Werdet ihr mit euch selbst befreundet? Also angenommen, würdet ihr mit euch selbst befreundet sein? Ich finde, das sagen voll viele mal nein. Und ich frage mich immer, warum? Wie kann man denn so kacke sein, dass man... Also ich glaube, ich bin schon ein ganz guter Spätzle oder so. Und wenn nein, warum ändert ihr dann dieses Verhalten? Also was ist denn das für ein Grund? Ich wüsste gar nicht, was für ein Grund gäbe es denn? Man versteht sich selbst auch ganz gut. Oder seid ihr so toxisch dann oder was? Oder was ist der Punkt? Ich verstehe mal das Nein nicht. Hat eine Erklärung, warum? Also ich würde schon mit mir befreundet sein. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch. Ich glaube, ich würde mich meiden. Hä, was ist los mit euch? Kann ich bestätigen. Man hat ja schon den Eindruck, dass du den Podcast mit Max und mir nur mitmachst, um von unserer Reichweite abzugreifen. Erstmal Real Talk an der Stelle, gerade spaß ich gerade ein bisschen rum. Ich finde, dass die Konstellation der Podcast mit den drei ist wirklich random. Als hätte man einfach nur so Würfel genommen und dann einfach so, yo, irgendwelche Influencer mit Reichweite reinschmeißen, einen Podcast macht mal. So, wo erkennen sich denn Varion, Sascha und Trimax? Das ist so eine Gruppe an Leuten. Hä, was ist das denn so? Warum macht nicht gleich Bibi zusammen mit mir und Julians Blocken Podcast? So, hä, das ist voll random, Mann. Ihr kennt gar nicht mein Children's Blog, oder? Ich bin alt. Kennt ihr doch Bibi? Nicht so unterschreiben. Wenn du einen Podcast machen würdest, den du selbst tragen müsstest, wen würdest du dir als Podcast-Partner aussuchen? Mein Dad. Ich glaube, mein Vater wäre der perfekte Podcast-Partner. Der redet nicht so viel. Also entweder liegt es an mir. Kennt ihr noch CEO? Halt die Klappe! Dass er nicht so viel spricht, weil er keine Lust auf mich hat. Oder weil er tendenziell halt ein ruhiger Typ ist. Aber ich glaube, mit meinem Vater im Podcast zu zweit, so die Hellingers, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber der ist ja schon viel krasser als du. Ja, 100% volles Haar nach hinten mit Zopf und sieht cool aus. Der ist cooler als ich. Aber ist garantiert dein Vater? Das weiß ich auch nicht. Ah, okay. Ich habe schon mal, kennst du das, wenn du nach Hause kommst und die Familie beobachtest und du merkst, du passt nicht ins Bild rein? Ich passe sehr gut ins Bild. Ach so, ja, ich nicht. Ich kenne das nicht. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht irgendwie können wir hier auch noch einen anderen Weg einschlagen Richtung Psychologie. Ich bin maximal verwirrt von dieser Frage, deswegen werde ich jetzt einfach die nächste Frage vorlesen. Wenn du, ob auf diesen Karten wirklich was draufsteht? Wenn du im Puff merken würdest, dass du zu wenig Geld mit hast, wen würdest du als erstes anrufen? Außer dein Dad. Hä? Es gibt doch EC-Automaten in jedem Puff. Also einfach Geld ab. Also habe ich mal gehört, dass dem so sein soll. Also hat mir ein Kumpel erzählt, dass das geben soll da. Okay, außer mein Dad. Es muss jemand sein mit Bargeld. Da fällt Nico schon mal weg. Mhm. Ich glaube, Tim ist auch jemand, der hat nur EC-Karte. Immobilien zählen auch nicht, also Revi ist auch raus. Revi auch raus mit Immobilien. Wer hat immer Ron. Aber Ron ist auch wahrscheinlich derjenige, weil er auch gerade zufälligerweise da ist, weißt du. Der ist vielleicht in der Tür nebenan. Aber du verwechselst das nicht mit diesen Chips aus dem Automaten? Nee, Bargeld. Wir reden von Bargeld. Dieser eine Schein, wo eine 5 und eine 0 drauf ist, 50. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich 100 Jahre nicht mehr. 0, die kenne ich. Nee, die kenne ich gar nicht. Ja, okay, die anderen kenne ich gar nicht. Es gibt auch so einen kleinen? Es gibt einen 50er. Ah, kenne ich gar nicht. Einen 50er auch? Ja. Oh, gibt sogar 20. Ehrlich? Ja. Ah, krass. Ja. Fun Fact so an der Stelle. Es gibt wirklich sehr reiche Menschen, die verlieren den Bezug zu Zahlen, also zu Geld und so. Ich glaube, Michael Jackson wurde mal gefragt, was eine Tasse Kaffee kostet, was er schätzt. Und ich glaube, er meinte irgendwie $200, hat er, glaube ich, geschätzt damals. Weil ich nicht wusste, was nur wenig. Und für ihn waren 200 halt ultra wenig. Und dann meinte er so $200 vielleicht. Und dann meinte er, Alter, $200 für eine Tasse Kaffee. Was ist denn das für ein Kaffee, Mann? Ja. Damit kann man Zigaretten kaufen zum Beispiel. Ja. Ja. Das machst du ja eigentlich regelmäßig. Nee, ich habe aufgehört. Ja? Ja. Ach so, ach, diese Vapes, das ist... Auch nicht. Auch nicht mehr. Keine Eikost, okay. Gar nichts mehr. 2016... Vaped ihr? 16 hat die Stuttgart... Einfach irgendwie mit euch führen jetzt. ...Stuttgarter Zeitung über dich geschrieben, dass du wie ein ganz normaler junger Stuttgarter aussiehst. 2016 ist schon ein bisschen her. Warum unternimmst du nichts dagegen, dass du inzwischen wie ein ganz normaler Mittelalter Stuttgarter aussiehst, der versucht, wie ein ganz normaler junger Stuttgarter auszusehen? Sehr verzwickte Frage. Aber man kennt schon den Kern, den kann man rauslesen. Überhaupt nicht, ich habe da gar keinen Kern. Ich versuche jetzt einfach auf die Frage zu beantworten, dass wir direkt auch zum nächsten kommen können. Soll ich die ganz kurz übersetzen? Warum ziehst du dich mit fast 30 so an, als wenn du gerade 19 geworden bist? Das ist echt cringe, wenn man sowas macht. Also ich finde, man muss sich schon so anziehen, wie man auch alt ist. Also dass man sich jung kleidet, obwohl man alt ist, das ist komisch. Das hat er schon recht. Ja, man muss ja auch, das Ding ist,
ich will ja noch und so, das ist ja, ja alles schon so ein bisschen Midlife-Crisis verfrüht jetzt. Ja. Ne? Das Ding ist, ich will ja auch mit 40 noch Tinder-Chats vorlesen und Instagram. Ich wünsche mir was mein Vater. Es ist so geil, wie ich den Chat halt interessanter finde als das Video. Ich habe noch nie so ein Video gesehen, wo es so wenig um gar nichts geht. Chats und alles Mögliche und damit muss ich halt mich immer versuchen, jung zu halten. Also bis 40 ja. noch knapp dreimal Tinder-Chats. Ich spritze mir vor. Botox, ja. Nee, bis 40 noch knapp dreimal ein Video Tinder-Chats vorlesen, so umgerechnet. Ja, zweimal, du hast zweimal Preis zu viel. Ich hab's schon ein bisschen übertrieben. Ja. Ja. Du setzt die Latte einfach zu hoch, das ist das Problem. Ja, du musst ja auch noch unter durchpassen. Ne? Ich bin wahnsinnig gut in Limbo, aber. Ehrlich? Nee. Was war die letzte Nachricht, die dein Therapeut an dich geschrieben hat? Darf ich gucken? Mhm. Er hat geschrieben, dass noch zwei Rechnungen offen sind. Ja. Zwei Rechnungen sind anscheinend noch offen, kann nicht sein. Wenn er das sieht, spätestens jetzt habe ich überwiesen. Nachher, wenn ich nach dem Dreh nach Hause komme, ich überweise. Okay. Ich habe es nicht so mit Online-Banking. Ja. Wie überrascht wärst du, wenn du bei Frauentausch rausfinden würdest, dass du nicht der Assi bist? Ich wäre gar nicht überrascht. Ich finde, ich passe auch da rein. RTL 2 und so eine Sendung, sehe ich mich. Kennst du das, wo die Eltern die jungen Leute ins Ausland schicken, einen Bauernhof oder so, und die müssen was machen? Ja. Ja, ich passe da ganz gut rein, würde ich sagen. Vor allem bei. Hä, warum? Ach so, weil die Jugend faul ist, deswegen. Weil ich mich ja noch wie der 19-Jährige kleide, falle ich ja gar nicht auf. Das stimmt. Solange die Cap auf dem Kopf bleibt. Bei Frauentausch mitmachen, boah, wäre das schrecklich. Weil die suchen sich ja immer Paare raus, die nicht zusammenpassen. Und ich habe ja eine sehr, sehr ruhige, sehr, sehr liebevolle, sehr, sehr brave Freundin. Und dann wird die kommen zu einem Neonazi und ich bekomme so eine richtige Punker-Frau, die dann mir richtig die Hölle heiß macht. Und ich bin nur so, die ist so schrecklich, die ist so schrecklich. Und RTL, ist RTL überhaupt? RTL will nur, dass ich das Wein anfange. Darauf wollen sie hinaus. Die wollen Männertränen sehen, dass alle sagen können, Mann, was für ein Weichei, der weit Weg nach Frau. Und ich bin so, ja, bin die krasse schon. Gehe ich durch. Sobald die Cap ab ist, heißt es, was macht der mit der 50-Jährige da? Ich würde schon sagen, dass die Leute sich eher fragen, warum hat der alte Typ da sein Kind verprügelt und ist mit den Sachen da hingekommen. Weiter. Morgen geht die Welt unter. In deinem Bunker, den du dir von den Subs von deinen Followern gekauft hast, damit du länger lebst als sie, passen aber nur 5 Leute rein. Wer? Dankeschön an Benjo. Einfach mal ein Abo verschenkt an Dominik. Glückwunsch, Dominik. Hoffe, du freust dich. Wenn nicht, bist du ja ganz schön gemein. Dankeschön an Benjo. Ein Abo verschenkt an Burntime. Hoffe, du freust dich, Burntime. Wenn nicht, bist du sehr, sehr egoistisch. Dankeschön an Benjo. Ein Verschenken von einem Abo an Sir Sailor. Irgendwas, irgendwas, Potato. Hoffe, du freust dich, sonst bist du Benjo. Dankeschön fürs Verschenken an ein Abo von an Papa Schlumpf. Ich hoffe, du hast noch mehr als eine Schlumpfine. Dankeschön an Benjo. Verschenken an der Habibi. Habibi. Du bist mein Habibi. Dankeschön an Benjo. Achso, das war's. Ah, danke schön. Geht raus an. Boah, ist zu klein. Ich kann es nicht lesen. Da brauche ich eine Brille für. Ja, ich bin auch schon alt geworden mittlerweile. Dankeschön. Alle raus. Kuss geht raus. Herzchen, hier sind Herzchen. Wir schauen weiter. Von denen muss draußen bleiben. Und warum? Monte, Spendi, Trimax, Varion oder Inscope? Alle bleiben draußen. Ich gehe da alleine rein. Boxen mit Personen des öffentlichen Lebens ist ja gerade angesagt. Ja. Bei Bild kämpft die Trash-TV-Elite bei Join the Creator. Wo siehst du dich eher und gegen wen würdest du gerne mal antreten? In deinem Fall wäre sogar ein Mix-Kampf möglich wegen der Fairness und so. Ich hätte voll Bock gegen Hübi. Boah, nee, Hübi macht mich platt. Das ist ein Arschloch. Der ist zu ehrgeizig, der will einfach nur gewinnen. Ich hätte gern so einen Gegner, der genauso süß und genauso pazifistisch wie ich ist. Und dann machen wir uns richtig lächerlich im Ring. So nach jedem Schlag entschuldigen. So, ah, wollte ich nicht, hat's wehgetan, mir hat's wehgetan. Und so, und wir machen so einen richtigen Low-Bob-Kampf, wo alle sagen, Mann, jetzt kloppt euch doch endlich mal. Wir streicheln uns da eher. Plankton? Ich glaube, Plankton ist auch jemand, der schlägt sich nicht. Gronk ist riesig. Wetten, der haut dann auch auf Versehen einmal zu, dann bin ich tot. Das ist fair. Ja, ich spaß immer mit Merle, das ist eine Streamerin, dass wir gleich groß sind und auch gleich viel wiegen, dass wir gehen. Die haut mich um. Deswegen gehe ich mit Bild und ich würde gerne den Boxkampf antreten gegen Günther Jauch. Ist schon auch unfair dir gegenüber. Ja, aber ich mag Herausforderungen. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, ein Kampf mit Günther Jauch wäre eigentlich auch ganz cool. Ich hoffe, dass er halt Kontaktlinsen hat, weil mit Brille geht es ja schlecht. Ja. Das weißt du ja. Paluten wäre auch ein Ding, das stimmt. Ja. Deswegen Günther, falls. Das ist nur eine Deko-Brille, ne? Also die könnte ich abnehmen. Ach so, okay. Ja, ja. Ja, lass sie mal lieber auf. Hat eine Deko-Brille? Ich habe schon mal einen Kommentar bekommen, dass man es nicht machen darf. Man diskriminiert damit alle Leute, die eine Brille haben. Günther, falls du das siehst, ich bin ready. Also Brille brauchen. Der sieht's nicht, oder? Der sieht's. Okay.
Das wird produziert unter anderem von ihm. Findest du es immer noch die richtige Entscheidung, dass du dich damals für hässlich und beliebt entschieden hast? Oder würdest du dir jetzt was anderes von der Fee wünschen? Nee. Hässlich und beliebt, meinst du? Nee, schön und unbeliebt bringt einem ja gar nichts. Das stimmt tatsächlich, ja. Das ist die erste, 9 Minuten und 50 Sekunden und die erste gute Antwort, die wirklich, was wirklich stimmt, ne? Gerade habe ich was gelernt. Danke, Varion. Bringt es dir schön zu sein, aber dafür unbeliebt. Du fragst dir den Falschen. Aber ach so, ja, okay. Ja, kann ja auch dann gerne jemand unter dem Video beantworten, was die Vorteile sind von schön und unbeliebt. Ich bleibe lieber hässlich. Vielleicht guckt Max das Video ja. Hey Max, falls du das Video schaust, sag mal gerne Bescheid. Nee, hässlich und beliebt ist doch eine Top-Kombi. Erstens, du bist beliebt und zweitens wirst du aber trotzdem in Ruhe gelassen. Weil dann bist du ja schon noch der Eklige, der nicht angefasst werden möchte, weißt du? Du fasst lieber Leute an. Nee, das nicht. Doch. Also der Sascha ist schon hier, der ist jeder hat auch so einen kleinen Thomas Gottschalk in sich und ich glaube, bei Sascha ist der schon ein bisschen größer. Der Eklige, der Leute anfasst dann. Ja. Darf ich zwei Antworten einmal geben? Einmal im Sinne von im legalen Rahmen und einmal im illegalen Rahmen. Ich bin beruflich Augenoptiker. Bei uns ist es auch so, dass alle Mitarbeiter eine Brille tragen müssen, selbst wenn sie keine Stärke brauchen. Ja, natürlich. Wäre ja auch dumm. Das ist ja wie ein Friseur mit beschissener Frisur. So, klar, wenn du Brillen verkaufst und tragst sie natürlich. Allein schon aus Werbezwecken, ne? Ich kann mir vorstellen, dass du super oft als Augenoptiker gefragt wirst, so, ihre Brille ist schön. Haben sie auch ein Sortiment? Dann können die sagen, ja klar, hier ist sie und so. Also ich glaube, natürlich, also Augenoptiker müssten Brillen tragen. Das wäre ja auch irgendwie komisch, wenn nicht. Und die tragen natürlich auch die ohne Stärke natürlich. Also kein Scherz, ich habe einen Kommentar bekommen bei mir, weil ich trage doch oft in meinen Videos Brille ohne Fenster, also ohne Gläser halt, glaube ich, heißt das. Dann bin ich lost. Egal, und da habe ich einen Kommentar mal bekommen, so CEO, das ist sehr uncool. Mach das nicht, du diskriminierst alle Brillenträger. Und ich dachte mir nur so, ich glaube, du bist kein Brillenträger. So ist mein Gefühl gerade so. Weil sowas, glaube ich, würde ein Brillenträger nicht schreiben, weil dem ist das scheißegal. Rahmen. Das musst du entscheiden. Ja, dann weißt du lieber nicht. Aber auch für, beziehungsweise gegen dich verwendet werden, ne? Ja, ohne meinen Anwalt sage ich dann nichts. Wieder, okay. Ja. So viel Kohle hast du, glaube ich, gar nicht. So nee, überhaupt nicht. Ich finde, es klingt einfach nur cool. Ja. Was wäre das schlimmste Verbrechen, wo du mir jetzt direkt nach der Aufzeichnung dabei helfen würdest, es zu vertuschen? Mord. Bankraub. Bankraub würdest du, aber wie willst du den vertuschen? Indem ich sage, du warst da nicht, weil wir zusammen waren. Ein Alibi. Also ich gib dir einfach ein Fake-Alibi. Ich würde es verneinen dann, dass wir beide in die Scheiße reiten. Okay, aber dann hast du ja trotzdem die Bank ausgeraubt und ich nicht. Ich würde es so drehen, dass du das dann machst. Die Bank ausrauben? Ja, das würde ich so, ich würde dich so manipulieren. Was labern die für eine Scheiße? Dass du das machst, kenne ich gar keine Grenzen, dann raubst du die aus und dann kommst du im Knast, sind sie alle froh. Das ist ja schlimmer als hobbylos hier. Die reden nur Quatsch. Aber du checkst die Frage, oder? Ja. Du hast die Straftat begangen und ich bade es mit dir aus. Ja. Das sind meine Regeln. Weiter. Termine einhalten ist ja nicht so dein Ding. Denkst du, deine Zeit ist wichtiger oder dass sich niemand, wie zum Beispiel bei der Klassenfahrt in London, nichts Besseres vorstellen könnte, als dich zu suchen? Ich sag mal so. Ich glaube, jeder YouTuber und jeder Streamer weiß, dass unser Beruf auch ein Stück weit so, da muss man auch egoistisch sein und an sich selber denken. Und ich kann mir... bitte nur für dich dann aber, ne? Ich spreche für uns beide. Nein. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als um 11 Uhr morgens, wenn ich auf den Wecker schaue, mich nochmal umzudrehen im Bett, weil ich halt weiß, okay, für mich geht der Tag noch nicht los. Und wenn da halt die Anrufe reinkommen, ist es ein Stück weit auch nicht mein Problem, sondern von demjenigen, der versucht, mich anzurufen. Mhm. Liebe Grüße an deinen Steuerberater und Therapeuten und Anwalt. Ja. Hey Jens, falls du siehst, Grüße. Grüße. Guter Mann. Weißt du mittlerweile, dass Äste und Sträucher zum Reinigen der Heckklappe nicht geeignet sind? Oder reicht dafür eine zerkratzte Heckklappe nicht aus? Also, das ist ein Insider, oder? Ich komme nicht mit. Prinzipiell teste ich das ja nur mit Autos, die nicht mir gehören. Von deinen Eltern zum Beispiel? Nee, überhaupt nicht. Von meiner Oma habe ich das mal getestet mit der A-Klasse. Da bin ich mal gegen eine Eisenstange gefahren im Rückwärtsgang leider. Das nennst du gegen eine Eisenstange gefahren, wenn du versuchst, das sauber zu machen? Ja, ich wollte gucken, ob die Politurtechnik, ob das eine neue Politurtechnik ist. Aber es war auch die Schuld von meiner Oma, weil die A-Klasse hatte keine Rückfahrkamera und keinen Pieper. Hm. Kann ich ja nicht wissen. Ja. Ich dachte, das haben Autos halt. Ja. Und ansonsten, falls du nachher nicht dein Auto brauchst, würde ich es mal ganz gerne leihen. So dieser große SUV, der da hinten im Hof steht, ist doch deiner, oder? In Schwarz. Aber du kannst dich an die Situation erinnern, ne? Also es ist ja 2 Jahre knapp her, ne? Als du das gemacht hast bei deiner Oma dann? Es ist mehrere Jahre her. Ja, weiß ich noch. Ich habe noch nie so ein sinnloses Video gesehen. Ich habe sogar ein Brandloch mit einer Zigarette aus Versehen einen Sitz gemacht, aber meine Oma hat es nie entdeckt. Ah, okay. War mit anderen Sachen beschäftigt, blitzen lassen zum Beispiel. Da war Spezialität von meiner Oma und von meinem Opa.
Aber auch immer dieselben Blitzer. Ja. Ja, ja. Hast du mit 3 Jahren, als du zu Here Comes the Sun von RNG performt hast, realisiert, dass Musik deine Welt ist? Das war schon früher. Das war, als ich zur Welt kam und meine Mutter gleichmäßig im Abstand atmen musste. Das hat mich irgendwie an den Beat erinnert. Und da wusste ich, als ich damals das Licht erblickt habe, okay, ich glaube... Ich werde schlechter Rapper. Ist aber, by the way, alle YouTuber, so fast alle, hatten irgendwann mal diese Zeit, wo sie meinten, Musik war schon immer mein Ding. Ich mache jetzt Musik. Und dann behaupten die immer so, mein Leben lang habe ich schon gesungen und mich für Musik interessiert. Ja, lol, wir alle interessieren uns für Musik. Jeder hört Musik gefühlt. Aber deswegen muss man noch lange nicht Musik machen. Ich habe noch nie Musik gemacht. Also zumindest die 2 Songs, die rausgekommen haben, haben mit Musik nicht viel zu tun gehabt. Sagen wir mal so. Ja, eher, schlechter Rapper ist ja mal dahingestellt. Ich glaube, ich werde eher der Rapper, der halt so Musik mal gemacht hat, aber dann halt nie veröffentlicht. Ja. Ich habe auch einen Schlager. Andreas Thal ist mein Name. Ja. Puh, keine Ahnung. Ich hau jetzt ab hier. Keine Lust mehr drauf. Tschüss. Ciao, Flo. Das Ende kam mir ein bisschen gestaged rüber. Nein, nicht noch ein Interview, bitte nicht! Ich lasse trotzdem mal hier ein Dislike da, weil kein Bock mehr für den Quatsch. Das Format gibt mir immer so sehr alt und... Das stimmt wirklich. Komm, wo ist der Hate? Ich will den Hate sehen jetzt hier. Sascha kann nichts. Joll! Marc Gebauer, please. Nein! Varion ist gleich Linksträger. Tot. Ich glaube, ihr Rechtsträger ist er, oder? So, ansonsten, wie bei Krömer im letzten Interview. Sehr cooles Format. Kurt Krömer muss uns... Einer reimt, okay. Outtakes. Outtakes wäre noch sehr... gut, gab keine Outtakes, ne? Bitte CEO! Vor 2 Tagen kommentiert. Das glaube ich eher nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, also, bevor ich da mal dran komme. Aber ich biete mich auch an, dass ich doppelt auftauche. Einmal bin ich dann hier als CEO und einmal hier drüben als Sepp. Ja, kann mich Varion doppelt reinschneiden und ich perform alle Fragen doppelt. Ich würde mich extra immer umziehen, immer wieder umziehen, um das Ganze hier zu drehen. Ich meine natürlich, Sepp ist natürlich kein, natürlich nicht ich, das ist ja, Sepp gibt's wirklich, Leute. Leute, bis dann, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass diese Reaktion niemals auf YouTube online geht, weil ich glaube, die lade ich nicht hoch. Das war voller Schwachsinn. Bis dann, ciao, ciao. Ein paar Aussagen von mir, am Ende nimmt es einer ernst oder so, dann bin ich ja total gefickt. Bis dann.